Yo, was geht? Hier ist wieder Amon616 zusammen mit dem ollen Lord Leibersan, der hier langsam aber sicher wahnsinnig wird aufgrund technischer Störungen. Sind wir das gefühlt 20. Mal in dieser Instanz und trotzdem haben wir noch Lust aufzunehmen. Das alles nur für euch. Genau, denn folglich sind alle guten Dinge drei und das ist unser dritter Versuch, dieses Video aufzunehmen. Also wirklicher Stil des First Impressions hat das Video nun nicht mehr, aber wir können ja wenigstens so tun, als ob. Also, wie wir schon gesagt haben, wir sind hier im Shadowpan Kloster und dieses Kloster beherbergt viele Pandas, die sich alle in den feinsten Künsten des, wie auch noch immer, die Pandaren-Kampfkunst nennt. Es ist eine Art Kung Fu, aber ein bisschen mehr mit Might and Magic. Und wir kämpfen uns jetzt erst durch eine Reihe von Schülern, die sich versuchen, uns entgegenzusetzen. Aber niemand hat eine Chance gegen die geballten Kräfte der Allianz. Oder falls ihr der Hordler sein wollt, der Horde. Aber wir sind Allianzer hier. Oh ja, und während die Pandas in die Luft fliegen, freuen wir uns einen Keks darüber. Denn es ist das erste Mal, dass wir eigentlich Pandas so richtig fertig machen können. Hurra! Wer mag schon Pandas? Na gut, ich finde die eigentlich ganz okay. Aber für all die Leute, die diese Expansion nur mitspielen, weil es WoW ist und was gegen die Pandas haben, muss doch diese Instanz eine Gelegenheit sein, all die Wut an diesen pelzigen Viechern auszulassen. Und siehe da, hier schon unser erster Bekannter, der Wolkenschlag. Und was macht der Wolkenschlag? Nach klassischer WoW-Logik haben Wolken was mit Blitzen zu tun und Blitze haben was mit Damage zu tun. Also kriegen wir Blitzdamage. Und das wird so ablaufen, dass gleich da hinten ein dicker, fetter Drache ankommt. Ja, also der Blitz drum und das ist alles Drachen. Und, naja, es kommen Blitze, es kommt nochmal Blitze und es kommen Blitzflächen auf dem Boden. Und, naja, man muss rauslaufen. Das ist nun eine sehr anspruchsvolle Sache. Und nur die krassesten Pros von WoW, also so quasi die Top 5% Guilds sozusagen. Also wir. Ja, die können das nur schaffen, denn man sieht ja hier auch, es ist wirklich extremes Progress-Denken notwendig. Wenn man sich vorstellt, guckt das hier mal anguckt, das sind Blitze. Die sind gefährlich und oh, muss auf die Azurschlange Target wechseln jetzt. Oh ja. Die spuckt Feuer und den muss man ausweichen. Ja, das ist auch ziemlich heftig gemacht eigentlich. Also das ist wirklich sehr, sehr krass. Auf jeden Fall. Man sieht hier auch die Magnethülle. Genau. Das ist ein unglaublich gefährlicher Skill. Wenn man zu nah aneinander steht, haut man sich Damage und die Heilung wird reduziert. Also eine sehr anstrengende Phase für den Heiler. Da diese Phase aber relativ kurz ist, sollte das nicht große Gefahren bergen. Und dann sehen wir noch eine weitere krasse Fähigkeit gleich, die ich jetzt schon mal eben vorhin dann ankündigen muss, weil wir brauchten mindestens 30 Aufnahmen, um das hinzukriegen, dass wir das Boss überhaupt legen können. Und Moment mal, jetzt kommt noch das andere hier. Da waste ich jetzt noch meinen Cooldown für. Macht nichts Unüberlegtes. Vielleicht brauchen wir den noch in der fünften Phase. Ja, hier kommen jetzt einfach nur so ein paar läppische Kettenblitze, die so ein bisschen hin und her gehen. Und genau. Naja, sie wird stärker, je näher wir zusammenstehen. Aber aufhören tun sie, glaube ich, nie. Aber naja, es ist halt das übliche Geblitze. Wir bilden hier übrigens eine stilisierte Sanduhr. Bedeutet, wir warten darauf, dass der Boss down ist. Genau, wir stehen hier nämlich alle unter Spannung, ob denn doch etwas geschieht. Wir können es kaum noch erwarten. Und da fällt der erste Boss auch schon um. Es gibt Hosen, wieder mal mit Intelligenz. Die sind auch schon die letzten drei Runs so gedroppt. Also. Ah, da hört man auch, wir haben es geschafft, drei Aufnahmen hintereinander zu verkacken. Na ja, gesagt zwei. Das haben wir doch schon erwähnt am Anfang. Ja, aber der drei Runs, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Es stimmt. Also. Wir müssen ja spitzfindig sein. Und hier sind wir in einem länglichen Gang und dieser längliche Gang enthält natürlich Haarviecher, die aussehen wie die Viecher vom Shadow Priest, nur mit einem besseren Model, aber demselben Animationskit. Und hier sehen wir auch gleichzeitig diese äußerst stylische Magierfähigkeit, das von der Animation her sieht irgendwie cool aus. Dies gibt's da schon länger, aber neue Animationen sind nice, immer wieder erwähnenswert.
Apropos Animation, hast du eigentlich schon versucht, mal die Symbiose auf unseren Magier zu casten? Das ist eine gute Idee. Wir spielen nämlich jetzt die ganze Zeit schon mit der Symbiose rum und haben nämlich keine Lust gehabt, die Tabelle auswendig zu lernen, weil das wäre ja nicht prohaft genug. So, dass wir jetzt mal hier gucken. Warum geht das nicht? Ich habe nicht genug Mana, oder was? Ah, das geht außerhalb des Kampfes. Ah! Und dann beeile dich. Ah, ihr wisst, da vorne ist der DK. Was krieg ich vom DK? Ich hab's auf DK gemacht. Was kriege ich? Eisige Gegenwehr, ein Death Skill. Das ist ja reichlich langweilig. Aber ja, ich werde ihn gleich mal entzünden. Das sehen wir. Ich bin nun ein Druiden DK. Das heißt, ich habe Death-Fähigkeit. Nutze die Eis hinter mir her. Wie man hier sieht. Eis um den ollen Hunter. Oh, bist du cool. In der Tat. Ich sehe gerade, mein Anregen hat Cooldown und das gefällt mir nicht. Apropos cool, hier hinten sind Frostbogenschützen, die uns das Leben zur eisigen Hölle machen wollen. Und ich mache auch in diesem Video wieder mal den Versuch, einen auf Vulgaris Magistralis zu machen und reite auf meinem Mammut in der Runde, beziehungsweise die Treppe rauf, in diesem Fall. Ich sehe schon, hier wurden irgendwelche Noobs festgefrostet, aber wir sind Pros und deswegen macht uns das alles nichts aus. Wir reiten hier wirklich sehr Vulgaris Magistralis-Style in den nächsten Raum rein, oder noch nicht, weil dort beginnt das Event und wenn noch nicht alle da sind, dann haben wir ein Problem. Ah, es haben noch alle geschafft. Dass wir alle geschafft haben. Denn wenn es nicht alle schaffen, dann passiert nämlich folgendes, das Event bricht irgendwann mittendrin ab, wenn dieses Ziel, das draußen steht, anvisiert wird, was eigentlich sehr unschöne Folgen für die Gruppe hat. Und ich guck mal, Symbiose kann ich momentan nicht abbrechen, ist aber auch egal, denn wir können auch nach dem Kampf noch gucken, was passiert, wenn ich das ganze feine auf Mage Castle. Hoffentlich kriege ich irgendwas Lustiges, aber ich befürchte, ich kriege sowas wie den Eisblock. Und hier sind wir auch schon in der ersten Prüfung des Meisters. Unser Meister Schneewehe. Und zwar kämpfen wir gegen seine Weißgürtel. Das sind quasi die Kackbuhn-Schüler. Denn der weiße Gurus ist quasi der erste Gurus, den man sich verdienen kann in fast jeder Kampfsportart. Und hat eben als Bedeutung das weiße, unbeschriebene Blatt. Und deswegen kriegt man diesen so früh verliehen. Das Ganze erinnert natürlich auch an gerade einen Kung-Fu-Film, den ich zufälligerweise gestern erst gesehen habe. Direkt in der Beginnszene. Also ich rede hier von Tai Chi Master von 1993, einem guten Kung-Fu-Film. Auch wenn er ein bisschen abgespaced ist, teilweise. Jedenfalls direkt in der Beginnszene sind wir in so einem, nicht ganz so im Raum, war natürlich in einem Shaolin-Kloster und ist quasi die erste Prüfung und dort kämpfen zwei Kämpfer gegen die gesamte Belegschaft und machen sie auch noch fertig, mehr oder weniger. Das zeigt, wie krass sie sind und das zeigt auch, wie cool Kung Fu ist. Und vor allen Dingen zeigt es, dass es hier wirklich kein Klischee unbedient bleibt. Und ja, wir mögen es ja irgendwo, auch wenn Klischees bedient werden. Und da oben steht übrigens der Meister, der einfach nur blöd guckt, ein bisschen rumklatscht und so tut, als könnten seine Schüler was. Aber wahrlich, keine Chance haben seine Schüler gegen unsere Mächte. Jetzt fliegen sie noch ein bisschen umher. Sehr Ninja-Style übrigens. Auch wenn Schwabelin sind, also es ist Kung Fu, aber es war schon sehr Ninja-Style. Und jetzt kommen die neuen beiden Schwarzgürtel, die Ehrenschüler. Und zwar duftender Lotus und fliegender Schnee. Duftender Lotus interessanterweise kämpft mit ihrem Stab separat. Der schwebt durch die Gegend, was einen sehr interessanten Kampfstil ausmacht und natürlich eine recht coole Animation ist. Wie man sieht, habe ich von duftender Lotus direkt auch noch die Abwehr gezogen. Ich hätte vielleicht eher mal aufs Tag achten sollen. Naja. Und hier beobachten wir auch gleich schon, wie sie einfach in die Luft schlagen und ein paar Kung-Fu-Moves machen, die eigentlich recht stylisch sind. Und letzten Endes finden wir sogar heraus, dass unser Mage brutzelt. Ich würde echt gerne wissen, was mit der Symbiose beim Mage passiert. Kann ich es abbrechen? Bitte, 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 bitte. Ah, wir sind aus dem Kampf. Ich kann Symbiose auf Mage casten und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was dabei herumkommt. Nein, er ist aus dem Sichtfeld gelaufen. Insofern testen wir das jetzt noch nicht aus. Wir werden bestimmt dazu noch die Gelegenheit in diesem Video kriegen. Oh ja, ich fange jetzt einfach direkt an zu casten und hoffe, dass es noch durchgeht.
Mir ist eben aufgefallen, dass ich ja noch gar nicht schnell genug spreche und wir beinahe es nicht durch die Wand geschafft haben. Aber zum Glück ist diese Wand leicht verbuggt und man kann einfach durchlaufen. Also, wir sind hier beim Meister Schneewehe, der seine erste Fäigkeit einsetzt. Das sind Furorfäuste. Das ist eine Fähigkeit, die man relativ leicht ausweichen kann. Und jetzt setzt auch schon die zweite Fähigkeit an. Ich passe mich hier den Tempo der Schläge des Meister Schneewehrs an. Ja, das ist ein Tornado-Tritt, den man am besten auch ausweichen sollte, der recht markant markiert ist mit dieser grünen Linie. Der kickt Leute weg, die drin stehen und macht eigentlich Schaden. Jetzt kommen wieder die Vorfahrerfäuste, die einfach eine Fähigkeit sind, die straight nach vorne gehen. So. Ja. Wenn wir gerade bei Fäusten sind, wir werden gleich noch eine ganz andere Art von Angriffen sehen. Oder noch nicht. Wir sind heute ein bisschen langsam, ganz im Vergleich zu diesem unglaublich rasanten Kampf. Und jetzt beginnt die Phase, die wir meinten. Denn was passiert? Er spaltet sich auf in drei, naja, Pandas. Und was sehen wir da? Es fliegt ein Hadouken durch die Gegend. Und was wäre ein Hadouken, wenn wir nicht auch noch ein rotes Shoryuken hätten? Aus Feuer natürlich. Und man sieht, wie man da drin steht, kriegt man sogar Damage. Im Hadouken und ich weiß nicht, wie das offiziell heißt. Aber man sollte von oben gucken, dann sieht man nämlich deutlich besser, wo die Dinger lang gehen. Und er teleportiert sich immer so ein bisschen herum. Es erinnert spontan so an Skyrim an einen gewissen Bogenschützen. An einen Bogenschützen? Ja, diesen einen da für die. Das ist die Diebesquest. Weiß gerade nicht. Der sich so dumm hin und her portet, du weißt, was ich meine. Und immer drei Spiegelbilder hat. Das gibt's ja generell öfter, diese Leute, die sich rumprotten können, ganz geil. Aber wollen wir gar nicht so weit vom Thema abweichen. Wir sind hier immer noch im Bosskampf gegen Meister Schneewehe, der uns seine eisigen Fäustschläge entgegenbringt. Hadouken. Und jetzt wird es aber langsamer Zeit, dass wir diesen Bosskampf ein Ende machen. Deswegen fahre ich jetzt die DPS-Schraube hoch. Seht, wie die Pfeile fliegen. Und wir machen immer noch den gleichen Bosskampf. Hört, meine Tasten hämmern. Oh, das sind im Kampf den Jeeves aufgestellt, damit ich im Kampf reparieren kann. Ist das nicht hart? Gute Idee, ich hatte sehr lange nicht mehr repariert. Hier ist direkt die Truhe und was ist da drin? Derselbe Crap wie immer. Anscheinend haben wir echt das unglaubliche Glück, dass immer dasselbe droppt. Somit können wir immerhin geteilgetreu bleiben. Oh ja. Und hier stehen wir jetzt rum und wir blicken auf die Treppe hier runter. Und was sehen wir da? Wieder ein paar Schaffieslinge, die sich dort angesammelt haben. Und wir werden gleich eine Fähigkeit beobachten, die mir nicht gefällt. Das ist nämlich explodierende Ads. Oh, da hat der jemand einen Maßpull gemacht. Übrigens. Hier kam doch dein Problem mit denen, die Curse. Vielleicht solltest du auf den Paladin die Symbiose anwenden, damit du doppelt die Curse hast. Geht infight nicht. Stimmt. Eine Curse hat das ziemlich lang. Aber ich glaube eh nicht, dass es auf die Weise funktioniert. Ich denke, das ist nur dazu da, dass man dann alles die Curse kann, dann quasi. Was extrem praktisch ist. Ach, es wäre trotzdem genial. Und jetzt sehen wir, unser DK kriegt reichlich Damage in die Fresse. Würde wahrscheinlich jeder bei dieser Masse an Mobs. Solide Anzahl. Man sieht hier übrigens auch zwischendurch die neue tolle Sprühanimation in Schwarz und Weiß, falls diese Schame wieder Lust haben, uns anzukotzen. Hurra! Ja, dieser Dot ist an sich relativ unbeeindruckend, aber wenn man fast OM ist, dann muss man halt alles raushauen, um in DK das Leben zu retten. Okay. Und man stellt fest, es ist ein ziemlicher Animationsspam, wie für WoW auch üblich. Wo wir gerade bei für WoW auch üblich sind, das Ganze hier spielt sich natürlich immer noch 10-mal besser als zum Beispiel andere Dinge in WoW. Ich werde jetzt zum Beispiel einen sehr schrägen Vergleich machen, um noch ein kleines Element einzubringen, was in keinem WoW-Video fehlen darf. Ich bin OOM und fertig. Boah, das war knapp. Da gab es noch mal ein Handauflegen, aber jetzt ist der Tank wirklich tot. Ah, da zeigt sich jetzt, was passiert, wenn man versucht, was zu viel auf einmal zu holen. Und wenn das Equipment nicht Wille enthält, weil es alles komisches Eulenzeug ist, was anderes kriegt man in den Quests nicht. Aber man muss es doch nehmen, weil es einfach mehr Dings hat hier. Mehr
Wer ist das halt? Na, immerhin haben wir ja auch Premiere, der erste Wipe in einer normalen Linie in unseren Videos. Das ist unglaublich feierlich und deswegen können wir uns jetzt nochmal dieses schöne Kloster von innen ansehen. Oh, man wird automatisch geportet, das ist ja interessant. Es ist in der Tat interessant und es erspart uns viel Zeit und es ist auch interessant im Hinblick auf die Challenge-Modes. Denn wenn das dann auch so bleibt, dann verliert man ja gar nicht mehr so viel Zeit, wenn man stirbt. Naja, natürlich sollte man trotzdem in einen Challenge gehen. Man sollte nicht sterben, aber ich finde es interessant, weil das sozusagen mitunter könnten dann solche Modelle zum Beispiel attraktiv werden, wo du dann quasi durchrushst, ein Event aktivierst, dabei natürlich drauf gehst, dann nochmal reinrennst und dann, ne? Du weißt schon, das gab es ja bei ZA auch teilweise. Stimmt. Und man könnte zum Beispiel sagen, dass jemanden Ressen länger dauern würde, als dass er wieder einfach reinläuft. Genau. Dann kann quasi die Gruppe weiter pushen, wie auch immer. Und die Leute kommen dann hinterher, was dann auch ein sehr dynamisches Gameplay ausmachen würde. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich auch mal wieder auf die wunderschöne Außenansicht zu sprechen, die diese Instanz hat, wie wir es in jedem unserer Videos machen. Müssen wir stundenlang darüber erzählen, wie unglaublich wunderschön die neuen Mists auf Pandaria Inseln, Instanzen sind, im Vergleich zum Beispiel, wenn man sich Dragon Soul anguckt, das ist einfach nur ein gammeliges Remake war. Oh ja, da sieht man nämlich, dass Blizzard scheinbar doch in der Lage ist, was Vernünftiges zu machen. Und denn hier sind ja wirklich sehr, sehr viele neue Models dabei. Und natürlich sind die Animationen jetzt nicht alle neu, aber was kann man noch erwarten? Es wirkt halt wirklich so. Es hat halt sehr dieses Feeling auch von Burning Crusade, in dem Sinne, dass du wirklich, du gehst rein ins neue Gebiet und es ist quasi alles neu, alles anders und du hast so richtig dieses Gefühl, dass sich was verändert hat im Vergleich zum vorherigen Spiel und nicht, so dieses Remake-mäßige. Es war auch notwendig, aber obwohl, wir müssen eigentlich Blizzard flamen, nicht wahr? Also es war total scheiße, denn Classic was the best und beziehungsweise... Genau. Hier gibt's ja nicht genug Trash. Und wo sind unser Ragnaros und Feuer? Wir brauchen mehr Feuer. Und wieso gibt's kein Resistance Gear mehr? Alles scheiße. Genau, so, weil das so scheiße ist, gehen wir gleich auf die Hängebrücke und springen runter. Geht das überhaupt? Da dies und vieles mehr könnten wir erfahren, werden wir aber nicht, weil niemand so blöd ist und von einer Hängebrücke springt. Wobei die Hängebrücke bewegt sich ja nicht mal, wenn Leute drüber laufen. Deswegen bin ich mir da wirklich nicht sicher, ob nicht auch einfach die Zwischenräume zwischen den Seilen massiv sind und deswegen sich das nicht bewegt. Das ist quasi eine durchsichtige Mauer oder ein sehr, sehr gut geputztes Fenster und somit kann man nicht von dieser Brücke fallen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Brücke aus massivem Holz. Das ist die einzig logische Erklärung. Wir merken schon im dritten Aufnahmevideo, da fehlt ein wenig die Energie, aber nichtsdestotrotz quälen wir uns hier durch. Und ja. Wobei wir erwähnen müssen, dass wir uns immer noch mehr Mühe geben als in dem ersten Versuch. Und ich befürchte, also, ich werde gleich drauf gehen. Vielleicht solltest du aus dem AE gehen. Das wäre ja zu einfach. Und ich bin mal wieder OOM. Das ist ein schöner Zustand. Ich habe nicht mal mehr Mana-Tränke oder sowas dabei. Schweige denn was zu essen. Wer braucht sowas auch? Das hier scheint nicht schlecht zu sein. Ich kann Infight essen. Was ist da denn los? Soll ich dir ein bisschen Kaffee überhandeln? Ich bemerke doch einmal, was ist da denn los? Wieso kann ich... Das erklärt einiges. Dadurch wirst du nämlich nicht geheilt. Das ist ein ganz besonderes Essen. Du kriegst für ein paar Minuten den Buff und musst dann... Obwohl, nein, das rate ich dir nicht. Aber warte, ich handle dir kurz mal eben ein bisschen Wasser zu, damit es schneller weitergehen kann. Oder du brichst den Handel ab. Das geht nicht, wenn ich weiterlaufe. Wir müssen weiter, sonst sterben die da vorne. Wir können nicht stehen bleiben. Okay. Dann unterlassen wir dies. Das ist einfach nur schlechte Planung. Du musst einfach Infight nach vorne kommen und handeln. Oh, man kann Infight handeln? Weiß ich nicht. Aber dann bist du zumindest sofort da, sobald der Kampf zu Ende ist. Das stimmt. Okay, ich habe es eben gemerkt, dass mein Wasser seelengebunden ist. Dann haben wir Pech gehabt und wir haben keinen Mana und wir gehen einfach trotzdem weiter. Wieso hat dieser Mage eigentlich keinen Tisch gestellt?
genau, echt mal Kackbull-Mage. Nein, wir haben hier übrigens diese wunderschönen Ringe vergessen zu erwähnen. Scheiße. Und der Kampf geht los, ich habe keinen Mana und wir sind echt professionell bis zum letzten Moment. Hier ist der nächste Boss, der Schar der Gewalt, was ich jedes Mal vergesse, wo ich mir denke, was ist Gewalt eigentlich für eine Emotion? Das passt einfach nicht, das ist auch egal, denn wir wollen jetzt schließlich Viecher kloppen und Loot haben. So, wir müssen jetzt den Boss ganz schnell spielen, bevor der Heiler wieder OM geht. Also muss ich diesmal so richtig in die Tasten kloppen. Also ich gehe, greife meine geheime Trickkiste. Ich habe gehört, man regt mehr Mana, wenn man dämlich im Kreis rennt. Das stimmt, werde ich in diesem Video herausfinden. Wenn es stimmt, dann werde ich die Videodeskription natürlich schreiben, dass man nicht in den Stacheln stehen sollte. Und dass man vor allen Dingen, die übrigens über diesen Boss auftauchen, und das, verdammt nochmal, ich nicht richtig anvisieren kann. Und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, hier sind schöne Tigerstatuen. Und da hinten sind schöne Kreisdinger. Die sind wunderschön. Also die Taktik mit dem Boss schnell down spielen scheint ganz gut zu funktionieren. Zumindest ist dieser schon in den letzten Prozenten. Man kann jetzt mit den Executes ansetzen. Und man sieht auch schon, wie rasant dieser Kampf sich bewegt. Mit diesen schnellen Drehungen, die sehr merkwürdig aussehen, wenn man mal genau aufs Model achtet. Und wir setzen zum letzten Hieb an. Der etwas dauert, ist halt ein Powershot. So, und damit haben wir das Problem, das Haar der Gewalt gelöst. Und es sind Plattenstiefel gedroppt. Oho, mal was Neues. Was ist da denn los? Vor lauter Verwunderung habe ich schon wieder Zeit, meine Taschen zu durchsuchen, weil ich befürchte, hier ist einfach wirklich nichts mehr. Ich habe Alkohol dabei. Was haben wir hier? Wieso regt das nur Gesundheit? Das ist sehr bitter. Alles sehr bitter, alles sehr bitter. Nicht essbar, nicht trinkbar, kein Mana-Rack. Ich habe hier ein bisschen Steak für dich. Nimm schnell an. Das Tiger-Steak. Das Tiger-Steak stammt von dem Fleisch der Tiger. Das ist gerne verzehrt und soll einen tigerhaften Geschmack haben. Genau. Das ist echt so dämpfschwelliges Kommentar, dass ich das am besten rausschneide. Es ist förmlich schon in getigert gegrillt. Das ist also nicht die Streifen vom Gitterrost, sondern das ist so vom Tiger. So sieht es aus. Das hat er so. Nicht, wenn wir nicht die Leiche anklicken. Deswegen sollten wir vielleicht diese Leiche läutern. Mit Feuer. Läutern mit Feuer. Jetzt haben wir immerhin kapiert, wozu man diese Leichen überhaupt anklicken kann, damit die Mobs sterben. Und wir kommen zum nächsten Teil mit den hasserfüllten Sphären. Oder genauer gesagt Essenzen. Das ist einfach nur eine Voidzone, über die eine dumme Kugel fliegt. So kann man es auch sagen, aber ich wollte das jetzt natürlich sehr schön ausschmücken. Übrigens sehen wir da drüben einen wunderschönen Kirschhain, wobei wir uns überlegt haben, kann das überhaupt ein Kirschhain sein bei diesem Wetter? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, das müssen die Eisblüten sein. In Wirklichkeit sind die nämlich gar nicht so rosa, sondern das ist ein Weiß, weil die eingefroren sind. Alles andere wäre ja unlogisch. Und auch hier sind wir wieder an einer wunderschönen Brücke mit Eisschollen im Wasser. Oh ja, und hier haben wir Pandas. Geisterpandas. Und weil Geisterpandas nicht sonderlich spannend sind, habe ich eine neue Idee gehabt. Wir werden jetzt live während des Kampfes absolut multitaskingmäßig im AE stehen. Nein, wir werden jetzt ganz live multitaskingmäßig schon einmal besprechen, was wir eigentlich von der Instanz halten, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen und den Zuschauer zu langweilen. Das ist eine gute Idee, dann fange ich gleich an. Ich finde, diese Instanz hat einen sehr schönen Stil. Auch die Sache, dass es in mehrere Dojos unterteilt ist, ist eine sehr schöne Idee. Und dass man eben einmal gegen die Panda-Aren kämpft, macht auch mal etwas anderes aus diesem Wirrwarr der Instanzen. Andererseits hat sie zwar von den Kampfmechaniken recht viel Neues zu bieten, wie man auch gleich beim Endboss sehen würde. Ansonsten ist das aber relativ einfaches geht durch die Gegend und Club Elves. Die Szenen mit dem Bogenschützen fand ich sehr interessant, da es wirklich etwas Bewegung und etwas anderes als langweiliger Laufwege waren. Des Weiteren kann ich noch erwähnen, dass hier in diesem Kloster noch ziemlich viel zu entdecken ist. Also wenn wir uns ein bisschen genauer umschauen, kann man immer noch oben etwas Schönes finden. So. Ja.
Und dann erstmal ein allgemeines Wort nochmal zu den Pandaria-Instanzen. Es ist wirklich so, dass eigentlich alle Instanzen, in denen wir bis jetzt waren, und ich glaube, es wird auch im Nachhinein so sein, auch außen in der Welt quasi so zu begehen sind oder so zu sehen sind, mehr oder weniger, wie wir hier drin sind. Das heißt also, dass es nicht mehr so total von der Welt abgetrennte Orte sind, sondern es sind vielmehr wirklich eingebundene Sachen. Man könnte also mit einem Flugmount zum Kloster fliegen und gucken, wie es im Garten aussieht. Es wird wahrscheinlich dem hier ziemlich ähnlich sehen. Ich habe jetzt noch nicht das nötige Level zum Fliegen, aber das ist egal. Und es ist halt wirklich sehr schön gemacht und es sind weitläufig. Das heißt, man hat wirklich dieses Gefühl, man ist in einem großen Gebäude und nicht einfach nur jemand, der, durch so einen Schlauch geht quasi. Es ist weniger linear, es ist klassisch her, aber jetzt nicht retro oder sowas. Einfach eine gute Idee und insgesamt kann man wirklich sagen, dass es schön ist, auch wieder hier wunderschönes Design. Gameplay-mäßig ein bisschen was Neues, aber es ist halt auch wirklich schwierig, noch wirklich was Neues zu bringen. Schwierigkeitstechnisch ist es nur ein normaler, insofern nicht wirklich zu bewerten. Und der letzte Boss haben wir auch fast gleich erreicht und muss schon sagen, es ist eine der besseren, wobei ich eigentlich bis jetzt keine wirklich als Favoriten nennen könnte, weil jede Instanz hatte so ihren kleinen Nachteil, ihren kleinen Vorteil, sowohl optisch als auch vom Gameplay her. Insofern, ja, alle ganz nett gesehen. Und wir hätten es fast geschafft vom Timing her, aber wir brauchen ein klein bisschen länger. Insofern kann ich schon mal ein bisschen ausholen zum letzten Boss. Genau. So, jetzt habe ich auch endlich diese Mobgruppe besiegt. Ja, man sollte echt diese Leichnam anklicken und das ist natürlich ungünstig, wenn in diesem Schattenblitzring, der übrigens auch eine sehr schöne Sache ist, die Leiche liegt. Wir kommen zum letzten Boss und die Erklärung dieses Bosses übernimmt mal wieder. Du Fehler. Jedenfalls haben wir hier den letzten Boss. Das ist der Anführer der Shadowfall. Wenn ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne, und er ist natürlich erfüllt von bösartiger Schar-Energie und wir müssen ihn aus seinem Schicksal befreien. Und das heißt in diesem Fall tatsächlich nicht töten, sondern das heißt bekämpfen und läutern. Und in diesem Kampf ist ein weiteres Element vertreten, dass wir als Meditation bezeichnen, beziehungsweise es bezeichnet sich selbst als Meditation. Und ich wundere mich gerade, warum der Kampf nicht anfängt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Alle warten auf dein Mana. Das ist nervig, aber was soll ich tun? Insofern habe ich jetzt wieder zu weit ausgeholt. Das ist eine unglaublich fällige Episode dieses Mal. Aber was soll's? Immerhin ist das Video da. Wir reden und wir sterben sogar in diesem Fall. Und hier beginnt es. Hier ist die Meditation, von der ich gesprochen habe. Hier gibt es einen wunderbaren, channelbaren Zaubermeditation, durch den wir, oh Wunder, meditieren. Und das bewirkt, dass dieser wunderbare Balken hier unten hinabgesetzt wird. Denn der erfüllt uns mit Hass. Je hasserfüllter wir sind, desto schlechter ist es für uns. Insofern sollten wir tunlichst das vermeiden und meditieren. Was sonst? In einem Kloster. Natürlich. Und deswegen kämpfen wir jetzt auch erstmal gegen diese Teuersphären, die er heraufbeschwört, die man töten muss, weil ansonsten dein Hass gar nicht mehr runtergeht. Also muss man das Meditieren nicht nur, sondern muss natürlich auch die Ads spielen, ansonsten funktioniert der ganze Bosskampf nicht. In der Tat, und hier sehen wir noch eine Fähigkeit, die wir auch schon bei den Trash Mobs vorher gesehen haben. Es kommt einfach ein dämlicher Kreis aus Shadow Balls, der, ja, aus irgendeinem Grund erstaunlich gut aussieht. Mein komisches Warnungs-Addon rastet aus, obwohl nichts los ist. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir den erdrückenden Hass nicht gespielt haben, der hier außen uns gerade zu dritt durch die Gegend zieht. Und ich bin sogar im Dunst des Hasses und muss meditieren, um da wieder rauszukommen. Das ist natürlich ein Problem. Ich hatte gerade ein mehr oder weniger kleines Lag. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr bemerkt. Ja, man hat in etwa fast wenig verstanden, aber das ist alles nicht so schlimm. Jetzt können wir das übliche Cooldowns raushauen und hoffen, dass alles gut wird. Zuerst müssen wir aber noch diese Sphäre zu Ende spielen. So, wir sind hier jetzt in der letzten Phase angekommen. Und kloppen. Jetzt meditieren klappt nicht, weil noch dumme Flächen übrig sind.
der Stickerchen hier sozusagen ist auch bald tot und dann haben wir uns, was habe ich da gesagt, tot? Naja, nicht tot. Und dann haben wir uns noch respektloser, wie es kaum möglich ist, in diesem Kloster verhalten. Natürlich einbrechen und alles umklöppen, so verhält man sich natürlich in einem Ort der seelischen Ruhe. Ich beobachte gerade die unglaubliche Unkaufdigkeit, mit der wir diesen Boss hier die da gewesener Länge bekämpfen. Also irgendwas scheint hier ganz und gar nicht zu stimmen. Es stehen einfach zu viele Kugeln zu lange und trotzdem haben wir ihn jetzt geschafft. Das war's. Wir haben ein bisschen chaotisch geredet, aber wahrscheinlich wird es das jetzt erstmal für ein paar wenige Tage, vielleicht ein, zwei sein. Danach geht's dann weiter, wahrscheinlich mit den Heroischen oder so. Und da kann man natürlich auch wahrscheinlich irgendwie Vibes erwarten, aber das ist egal, denn wir werden dann wieder einen vernünftigen Blindrun machen und nicht wie heute nach sehr vielen Pannen das hier. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn man nochmal hier dieses Video schaut. Bis demnächst.